Wenn ich jetzt richtig erinnere, war es ein Samstagnachmittag, wie wir also mit unserem Besuch zum Trauerhof gegangen sind. Es war also, der Trauerhof war ein Ausflugsgaststätte, Café, gegenüber große freie landwirtschaftliche Fläche, die Wiese. Und stimmt, was also damals schon in der Presse überall geschrieben war. Und wir waren selber höchst erstaunt, nun ohne Übertreibung zu sagen, Tausende von Menschen auf der Wiese vorzufinden. Omnibusse, Fuhrwerke, auch LKWs, auf denen Patienten gekommen sind, Betten drauf auf den LKWs, Rollstuhlfahrer und alles so, wie es beschrieben worden ist, das hat also alles echt so gestimmt. Und so haben wir das auch vorgesehen und vorgefunden, gell? Ich habe selber erlebt, wie vielleicht 3, 4 Meter neben uns ein alter Mann aus dem Rollstuhl aufstand, da Hände in die Luft und ich kann wieder gehen und ich war als Augenzeuge so in der Situation. Was soll man da denken? Ich weiß es nicht. War Bruno Gröning jetzt in der Nähe, als der Mann Bruno da aufstand? Gröning stand auf dem Balkon. Wie ich denn da ankam und aufstieg, also da habe ich gedacht, also sowas gibt's nicht. Warum? Also da waren Menschenmassen draußen vor diesem Traberhof. Also Tausende von Menschen, würde ich sagen, im Rollstuhl, Gelähmte, Kinder, die weinten mit Ausschlag. Und also es war schon für mich seelisch sehr Kann man belastend. sagen, ein Ein Elendsheer? Elendsheer, ja. Und diese Leutchen, die drückten ja alle an diese großen Scheiben von diesem, da vom Traberhof, wo wir da waren, nicht? Das war ja eine große Halle, rundherum alle Scheiben. So, ich kam ja nur mit rein, aber mit Geschubse, mit Gedränge. Und vorne war eine Bühne und da saßen Rollstuhlfahrer auf Stühlen, Gelähmte, Blinde. Und ich saß an sich so. Der Gröning hatte so alles rein, hatte war angeordnet, das hat er nicht bestimmt vorher, seine Leute. Und dass er überall durchgehen konnte, er wollte eine Massenheilung machen. Und vorher war denn diese Einzelheilung. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass diese Leute, also bestimmt waren es 3 Stück, aus dem Rollstuhl aufstiegen und Schritte machen konnten. Das habe ich gesehen. Der ganze Platz war fast voll von Kranken. Zum Teil waren Kranke mit ihren Ärzten dort. Neben uns, wo wir standen, waren auch ein Krankenwagen mit einem Arzt. Und daneben stand eine Familie mit mehreren Kindern, die waren taub, stumm und blind geboren. Ich selber hatte einen schweren Herzfehler und hatte laut Angaben eines Arztes nicht sehr lange mehr zum Leben. Nach der halben Stunde ungefähr auch, fingen die Leute an, die meisten sich zu kribbeln, sich zu bewegen. Leute, die im Rollstuhl saßen, sind aufgestanden. Die Familie, die neben uns stand, die Kinder, die konnten sehen, sprechen und hören hinterher. Ich selber bin auch gesund geworden. Und viele Menschen, die im Rollstuhl saßen, sind aufgestanden. Dann kam Gröning und die Leute schrien und da kriegt man natürlich schon Schüttelfrost. Dachte ich, ja, jetzt lasse ich mich überraschen, was denn da kommt. Naja, dann kam er auf den Balkon und im Lautsprecher hat er dann versprochen, ich kann mich nicht mehr erinnern, was er alles gesagt hat. Nur in der Zwischenzeit sagte er dann mal, jetzt alle Kranken, die mich hören, die sollen sich bitte an den Teil jetzt sich konzentrieren auf den kranken Teil, der ihm am meisten wehtut. Und ob die anderen, ich habe ja mit niemandem direkt gesprochen dann, zunächst mal. Und da dachte ich auch, ich werde jetzt an mein Kreuz denken, weil ich eine schwere Zangengeburt hatte, war 6 Wochen vor 5 Jahren im Krankenhaus und im Krieg keine Hilfe, keine Pflege gehabt. Und ich habe immer Rücken- und Kreuzschmerzen gehabt. Und bin krumm gegangen
Und da merkte ich auf einmal, das ist Wahnsinn, ein Kribbeln, einen elektrischen Strahl, wie er das sagte, konzentrieren Sie sich. Und das habe ich gemacht. Einmal ein Zittern durch den Körper, ich habe mich direkt geniert, ich flog förmlich. So kam die Reaktion. Und dann habe ich mich geniert, dann guckte ich rechts und denke, oh Gott, den anderen ging es auch so. Und auf einmal merkte ich, die Schmerzen gingen weg und ich fühlte mich alleine, konnte mich auch gerade rücken. Und dann hörte ich als erstes, war wohl als erstes eine Frau, schrie sie auf einmal, Herr Gröning, Herr Gröning, Dankeschön. Und dann nahm die ihren Krückstock und schmiss den da in die Leute rein. Ich kann wieder gehen.